Der SPS ist im Grunde einfach nur dafür da, um Produktionsketten oder Fließbandverkehr zu automatisieren. In dem Fall war jetzt unser Projekt folgendes, dass wir in einem TIA-Portal eben einen Zählstand haben, der gute und schlecht produzierte Teile zählt. Und die wiederum war das Ziel, diesen Zählstand auch auf den Computer zu bringen oder eben auch in Browser, auf jegliches Gerät, das eben internetfähig ist. Und das haben wir dann am Ende folgendermaßen realisiert, dass wir ein Raspberry haben, das eine Verbindung zu unserer SPS hat und mit dem über OPC-UA kommuniziert. Das Raspberry bekommt dann eben über dieses Protokoll OPC-UA die Daten, welches wiederum verarbeitet und mit MQTT über die BW Cloud als HTML-Datei in den Browser schickt. Und das ist nämlich genau das, was Sie hier sehen. Weil hier sieht man den Zählstand im TIA-Portal, also der SPS. Und hier kann man sehen, wie es im Browser immer aktualisiert wird, auf den Stand, den wir hier haben. Genau. Und der Vorteil davon ist einfach, dass man so die Effizienz von einer Maschine oder von einer Produktion eben messen kann, anhand von schlechten und guten Teilen. Weil wenn man natürlich dann merkt, okay, der Balken hier wird zu rot, also es sind zu viele schlechte Teile, das Verhältnis ist nicht mehr das, was es sein sollte, dann bemerkt man das natürlich, weil man jederzeit es abchecken kann und dann kann man eben Maßnahmen dementsprechend einleiten und gucken, was da falsch ist. Und das ist schon ganz grob unser Projekt gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.